Hallo und willkommen zu einem weiteren macOS-Tipp. Heute geht es um den Stage Manager. Mit diesem Tool kann man Ordnung auf dem Schreibtisch schaffen. Das heißt, man kann festlegen, welche Elemente wann angezeigt werden sollen und man kann festlegen, dass inaktive Elemente, also inaktive Fenster, auf der rechten Seite des Schreibtisches angeordnet werden, um darüber schnell zugreifen zu können bzw. schnell zwischen Fenstern wechseln zu können. Und das möchte ich jetzt einmal demonstrieren. Dazu habe ich hier verschiedene Fenster geöffnet. Und als erstes müssen wir jetzt den Stage Manager aktivieren. Standardmäßig ist er deaktiviert. Dazu stehen verschiedene Wege zur Verfügung. Zum Beispiel kann man den Stage Manager über die Systemeinstellung aktivieren. Ihr klickt hier oben links auf das Apfelsymbol. Wählt dann Systemeinstellungen aus und hier scrollt ihr etwas nach unten, bis ihr Schreibtisch und Dock seht. Klickt hier rauf, scrollt hier ebenfalls etwas nach unten und dann seht ihr hier an dieser Stelle die Möglichkeit, den Stage Manager zu aktivieren. Die Aktivierung des Stage Managers führt nun dazu, dass die inaktiven Fenster auf der rechten Seite angeordnet werden. Und wenn ich hier auf den Schreibtisch klicke, dann wird das aktive Fenster dieser Liste hier hinzugefügt. Ich kann dann nochmal raufklicken und das zuletzt aktive Fenster erscheint wieder auf dem Schreibtisch. Ich kann aber auch, ihr seht es, zwischen verschiedenen Fenstern wählen. Und so schaffe ich eben Ordnung auf dem Schreibtisch, kann schnell zwischen Fenstern wechseln oder erhalte sehr schnell wieder einen leeren Schreibtisch. Gehen wir mal zurück. Ich werde den Stage Manager jetzt wieder deaktivieren und einen weiteren Weg zeigen, über den man den Stage Manager aktivieren kann. Hier oben rechts in der Menüleiste seht ihr das Kontrollzentrum und wenn ihr hierauf klickt, erhaltet ihr ebenfalls die Möglichkeit, hierüber den Stage Manager zu aktivieren. Und darüber hinaus kann man den Stage Manager auch zu diesen Symbolen hier oben in der Menüleiste hinzufügen. Dazu ruft ihr wieder die Systemeinstellungen auf. Hier in den Systemeinstellungen sucht ihr nach Kontrollzentrum und dann aktiviert ihr hier diese Option in Menüleiste anzeigen. Das führt dazu, dass jetzt dieser Button hinzugefügt wird und wenn ihr hier raufklickt, dann habt ihr die Möglichkeit, den Stage Manager zu aktivieren bzw. zu deaktivieren. Ich denke, dass die Funktionsweise des Stage Managers nun klar geworden sein sollte. Zum Schluss wollen wir uns noch die anderen Optionen ansehen, die hier angeboten werden und wir beginnen mit zum Anzeigen des Schreibtisches auf Hintergrundbild klicken. Hier sollte immer stehen, das ist die Standardeinstellung, das bedeutet, dass immer dann, wenn ich auf den Schreibtisch klicke, die Fenster verschwinden, das heißt bei aktivem Stage Manager werden sie auf der rechten Seite angeordnet. Und wenn ich den Stage Manager deaktiviere, dann könnt ihr sehen, dass die Fenster zu allen Seiten ausgeblendet werden. Ein weiterer Klick auf den Schreibtisch führt dann dazu, dass die Fenster wieder erscheinen. Ich habe die Möglichkeit, von immer zu nur in Stage Manager zu wechseln. Und es führt eben dazu, dass dieses gerade gezeigte Verhalten nur dann auftritt, wenn der Stage Manager aktiv ist. Mit anderen Worten, ich werde ihn mal deaktivieren. Und wenn ich jetzt hier auf den Schreibtisch klicke, dann könnt ihr sehen, dass nichts passiert. Nur dann, wenn der Stage Manager aktiv ist, führt dies eben dazu, dass die inaktiven Fenster ausgeblendet werden bzw. hier auf der rechten Seite angeordnet werden. Kommen wir zur nächsten Option und das ist diese hier, letzte Apps in Stage Manager anzeigen. Standardmäßig ist es so, dass die inaktiven Apps hier auf der rechten Seite angezeigt werden und wenn ich jetzt diesen Punkt hier deaktiviere, dann führt das dazu, dass hier nur das aktive Fenster erscheint und die inaktiven Fenster ausgeblendet werden. Ich kann dann ein anderes Fenster auswählen und dann ist nur wiederum dieses Fenster aktiv und die anderen Fenster werden hier auf der rechten Seite nicht angezeigt. Die nächste Option, Fenster in App anzeigen, ist nicht wirklich interessant. Sie betrifft Applikationen, die nach dem Programmstart nicht nur ein Fenster öffnen, sondern gleich mehrere Fenster öffnen. Und hierüber kann eben festgelegt werden, ob diese Fenster alle gleichzeitig angezeigt werden sollen oder ob nur ein einzelnes Fenster hier auf dem Schreibtisch erscheinen soll. Interessanter ist da schon diese Option hier oben, Objekte einblenden. Um die Funktionsweise zu demonstrieren, werde ich jetzt den Stage Manager einmal deaktivieren.
Und wenn ich hier auf den Schreibtisch klicke, dann werden die Fenster ausgeblendet und die Schreibtischobjekte, hier unten seht ihr zwei, Ordner 1 und 2, die werden die ganze Zeit angezeigt. Das kann ich ändern, indem ich hier dieses Häkchen entferne. Und jetzt werden die Schreibtischobjekte nur dann angezeigt, wenn die Fenster ausgeblendet sind. Umgekehrt, wenn ich die Fenster aktiviere, werden Schreibtischobjekte nicht mehr angezeigt. Und diese Funktionsweise steht auch für den Stage Manager zur Verfügung. Ich werde ihn wieder aktivieren. Und ihr könnt sehen, dass die Schreibtischobjekte, hier Ordner 1 und 2, immer angezeigt werden. Wenn ich aber dieses Häkchen entferne, dann werden diese Ordner nur dann angezeigt, wenn alle Fenster inaktiv sind. Sobald ein Fenster aktiv ist, werden die Schreibtischobjekte ausgeblendet. Damit sind wir am Ende dieses Videos angekommen. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen und ihr wisst jetzt, wie der Stage Manager funktioniert. Bis zum nächsten macOS-Tipp. Macht's gut und tschüss.